Wir begrüßen hier in dieser Halle große, kleine, dicke, dünne, einfach alle. Wir hoffen, es schläft niemand ein. Das ist nämlich im letzten Jahr so gewesen. Wir waren darüber sehr schockiert und wochenlang frustriert. Doch zum Glück wurde mir aufgeklärt, beim nächsten Samstag hat der Rotsche einfach zu viel bei Herr Glühwein gelernt. Er ist deshalb nebenher seiner Sinne gewesen und schlief während dem Programmpunkt einfach ein. Deshalb haben wir unser Konzept umgestellt und hoffen, dass es euch gefällt. Und noch ein Tipp, singen und jonglen nachher alle mit. Wir haben nämlich keine Kosten und Mühe gescheut und heute ist es endlich soweit. Bekannt ist er durch seine Theaterspielerei, doch bei uns ist er heute als Sänger dabei. Begrüßt ihn nun in eurer Mitte unser Alpha Benny, die alte Hütte. Es wird viel gelacht, doch der Rotsche, der schläft noch ein. Das ist wirklich dumm, oh Rotsche, sei befreit. Heute beginnt die schöne Fasnetzeit. Was dann passiert, für den Martin ist es ein Graus. Der Ring flutscht ihm aus den Fingern und fliegt ins Waschbecken ein. Doch das ist jetzt noch nicht schlimm gewesen. Doch von dort springt er wieder raus und löscht damit fast eine Ehekrise aus. Im hohen Bogen landet der Ehering im Klo. Der Martin ist drüber gar nicht froh. Kurz überlegt er, soll ich den Ring jetzt auch aufs Klo lau? Doch ich glaub, noch kann ich auch gleich gehen. Beherzt langt er in die Schüssel rein. In dem Moment kommt Jasmin ins Badezimmer rein. Mit dem Arm bis zum Anschlag hängt der Martin in der Kloschüssel drin. Jasmin ist gleich irritiert und sagt, ich glaub, ich bin. Jetzt erklär mir noch, was hast du jetzt wieder da? Der Martin sagt ganz lapidar, ich rette gerade unsere Ehe, das ist doch klar. Und die Moral von der Geschichte, lässt auch mal in Scheiß hinein, kann es für die Ehe die Rettung sein. Griff ins Klo, griff ins Klo, ja, das macht die Ehe froh. Griff ins Klo, macht die Ehe froh. Griff ins Klo, griff ins Klo, ja, das macht die Ehe froh. Griff ins Klo, macht die Ehe froh. Wunderbar! Griff ins Klo, ja, das macht die Ehe froh. Griff ins Klo, griff ins Klo. Thank you.
An einem schönen Tag im Mai machten Slimes einen Ausflug. Die Marion und der Onkel waren auch dabei. Die Reichenau war das Ziel ihrer Reise. Dort gibt es Setzlinge und die haben günstige Preise. Die Bea und die Marion waren schon ganz im Glück. Im Geiste sahen sie Salatköpfe, so groß jedes Stück. Sie kamen auf die Reichenau, doch wo der Gemüsehändler ist, das wussten sie nicht genau. Doch sie sind ja nicht dumm und fuhren einmal um die Insel herum. Irgendwo muss doch der billige Gemüsehändler sein. Aber sie gestaltet sich schwierig, die Sucherei. Doch dann sieht Mara einen LKW und sagt, ich glaube, ich bin. In dem Anhänger sind lauter Setzlinge drin. Dem fahren wir jetzt Henne 3. Und dort, wo der hält, da kaufen wir ein. Gesagt, getan. Irgendwann hielt der LKW dann an. Slimes und Schmieds dann auch. Und dachten sich, wo sind wir auch? Um Himmels Willen, was geht hier vor? Hinter ihnen schloss sich das Firmentor. Und der LKW fuhr in die Garage rein und die vier sind Mutterseelen allein und einstossig sei. Hallo, hallo, KS Eberheere. Wir werden nicht einbrechen und auch nicht stören. Bitte glaubt es als auch, wir wollten nur ein paar Setzlinge hauen. Nach einer Weile kam zum Glück der LKW-Fahrer wieder zurück. Er sah die vier und war irritiert, hat es dann aber schnell kapiert. Einbrecher sehen anders aus und ließ sie wieder raus. Und, es ist der Hit, er gab ihnen auch noch kostenlos Setzlinge mit. Leitz und Schmitz, die fahren rum und gucken sich nach Setzling um. Die ganze Reichenau geht rum. Ein ganzer Stall voll Elfer ist also zu Flur, bei der Schlachtleitig sei. Der Pascal und der Philipp waren auch dabei. Man fährt mit dem Auto geflur mal, proben zu es aber gar nicht mehr fahren kann. Sie lassen das Auto stau, sie sind ja nicht dumm und laufen von Mannerheim gewitzelt. Linker Hand, da kommt der Kuckuck gleich, sie hängt wieder durch und kehren dort ein. Vielen Dank. Ein Gutziges und ein Hastiges. Geht in den Elfer allewein und ein und ein Scheinwerfer muss natürlich auch noch sein. Sie sind guter Dinge, es ist lustig und schön, doch plötzlich wird der Pascal ruhig und sagt nur, oh je, mir fällt gerade ein, ich hau meinen Hausschlüssel mit dabei. Was mache ich noch? Ich hau den Zlurm im Auto, glaub. Eine Wanderungsnabel will ich jetzt aber nicht mehr machen. Ein Pascal, für Gottes Lachen. Der Philipp sagt, das ist doch kein Problem. Du schläfst bei uns, unser Couch ist bequem. Gesagt, getan, so fühlt sich Männerfreundschaft. Ich weiß nicht, was sie wackelt also, der Wind wird bei der Straße los. Der Philipp geht gleich ins Bad und zieht sich aus. Plötzlich tut es einen Schlag. Darauf wollen ein Schreien. Der Pascal denkt, heißt das jetzt wohl ein Kastensprung sein? Gleich drauf hört man den Philipp stöhnen. Wow, die Johanna tut den Kerl ja ganz schön verwöhnen. Doch der Grund für die Stöhnerei ist ein ganz anderer gewesen. Beim Ausziehen hat der Philipp nicht gedacht, dass er Gleichgewichtsprobleme hat.
Im hohen Bogen flog er in die Bad hinein und sein Steißbein war da noch heim. Man hört ihn schreien, oje, oje, mir tut mein Arsch so furchtbar. Der Arsch ist ein Findlis, Körperteil, Körperteil, Körperteil. Der Arsch ist ein Findlis, Körperteil. Au, 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 mein Arsch tut wein, mein Arsch tut wein, mein Arsch tut wein. Au, 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 mein Arsch tut wein, mein Arsch, mein Arsch tut wein. Ob das, was ich jetzt erzähle, stimmt, das weiß ich nicht genau. Egal, ich tue es trotzdem von lauter Laune. Johanna sei am Tag später bei Ikea gesehen. Dort kauft sie einen Arsch voll Kopfkissen ein. Warum das so war, ist ab heute allen klar. Kommt der Philipp mal wieder spät nach Haus, polstert die Badwand da damit aus. Fliegt er dann mal wieder rein, ist rundherum nicht alles heil. Und ab heute ist jedem bekannt, der Philipp wird nun Prinz auf der Erbse genannt. Der Arsch ist ein empfindliches Körperteil, Körperteil, Körperteil. Der Arsch ist ein empfindliches Körperteil. Ei, 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 ist nichts mehr heil, ist nichts mehr heil, ist nichts mehr heil. Ei, 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 ist nichts mehr heil, ist nichts, ist nichts mehr heil. Wie viel genau, das wusste man nicht. Doch 10 waren es gewiss. Oft standen sie auf der Wannewies. Die genaue Anzahl, ich krieg sie raus, dachte sich der Kevin Gauss. 1, 2, 3, langsam fuhr er an der Wannewies vorbei. Viel weiter ist er mit der Zählerei nicht gekommen. Denn plötzlich hat er einen dumpfen Schlag vernommen. Was ist passiert? Der Kevin hat beim Storchenzählen einen Leitpfosten touchiert. Weißt du, wie viele Stöcke liegen? Und am Morgen Himmelszell. Weißt du, wie viele Stöcklein stehen auf der grünen Wannewies? Kevin Gauss hat sie gezählt, dass ihm auch nicht einmal fehlen. Dabei gab es einen Crash, dabei gab es einen Crash. Weißt du, wie viele Stöcke liegen, hoch am Land?
Sei. Beim Lift stand er an und den Skilehrer neben ihm. Er sagt, er muss geschwind oben nehmen und ob der Kevin kurz auf seine Skier aufpassen kann. Das macht ihm natürlich nichts aus, unserem netten Elfer Kevin Gauss. So, ihr Kerle, sitzt in der Lift jetzt nein, Birgel zu und ab geht's in Schnee. Hebet euch, sonst kehrt ihr raus. Und ich beidlet's kehrig weit naus. Von da oben wedlet ihr dann ra und kommt da runter dann wieder an. Die Buben gucken sich an und sind ganz verstört. Der eine fragt der andere: Hast du so etwas schon mal gehört? Wir müssen es einfach wagen und dem netten Mann ganz einfach sagen: Sorry, I'm from Germany. Und ihre Sprache, die hörte ich bisher noch nie. Und die Moral von der Geschichte: Eine Weltsprache ist schwänzlerisch halt nicht. Do you speak German? Fragt der Kleibur. Do you speak German? Ich hör dir zu. Du musst nur gut sein, Deutsch kann es nicht sein. Do you speak German? Do you speak German? Fragt der Kleibur. Do you speak German? Ich hör dir zu. Du musst nur gut sein, Deutsch kann es nicht sein. Do you speak German? Fragt der Kleibur. Jasmin Möhr rennt abgehetzt zum Zahnarzt rein. Sie sitzt gleich auf die Schragen auf und macht das Maul sperrangelweit auf. Der Zahnarzt, der gute Mann, guckt ihre Beißerle ganz genau an. Oben sei alles ohne Befund, so tut er seiner Helferin kund. Doch dann stutzt er rechts unten, 4-6, der ist heim. Und den reparieren wir jetzt gleich. Er bohrt und schleift und spachtelt drauf rum. Der Jasmin wird es langsam stumm. Was jetzt passierte, man glaubt es kaum. Jasmin fiel in einen tiefen Traum. Ja, sie ist tatsächlich eingeschlafen sei und erwachte erst durch den Zahnarzt sein Schreien. Ihr Mundwerk erschlaffte und so ist es passiert, sie biss den Zahnarzt ganz ungeniert. Und fange nun ganz an zu bohren an.
rein. Sie beißt ihr auf den Finger mit dem hohen Hürig auf und ziehe ihr doch dessen den Zahn raus. Man fuhr mit dem Bus, es war wirklich nett. Doch dann kamen sie in einen Stau. Eingekeilt zwischen LKWs, dachten sie, was machen wir jetzt now? Sie tranken erst mal ein Bier, es folgten zwei, drei oder auch vier. Früher spielte man danach Mau Mau oder man hat Kennzeichen Radelau. Doch das interessiert heute niemand mehr. Heute müssen härtere Geschütze her. Zum Glück haben sie Laptop und Beamer dabei. Und plötzlich ist der Stau nämlich schlimm sein. Sie projizieren nämlich Bilder an ein LKW-Wand. Na, und gucken sich zwei Stunden lang schlüpfrige Filmchen an. Im Stau guckt man schlimm, liege Fünchen an, Fünchen an, Fünchen an. Im Stau guckt man schlimm, liege Fünchen an. Ei, 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 der Stau wird schön, der Stau wird schön, der Stau wird schön. Ei, 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 ei. Der Timo Schmid, auch als Landmaschinenmechaniker bekannt, ging seiner Mutter im Haushalt zur Hand. Er räumte die Spülmaschine ein, ganz gewissenhaft ist er dabei gewesen. Gläser kommen oben ins Eck, ohne nein kommen Teller und Besteck. Dann kommt das Pulver rein, das ist klar. Aber ob das schon alles war? Das Flüssigspülmittel neben dem Pulver stand. Der Timo nahm es zaghaft zur Hand. Er ist sich echt nicht sicher gewesen, aber er leerte eine halbe Flasche voll in die Spülmaschine ein. Klappe zu und Wasser auf. Das Schicksal nahm nun seinen Lauf. Der Schaum, der stieg und stieg. Es schäumte nicht nur Mama Schmid. War kein Traum. Timo setzte die ganze Küche unter Schaum. Ei, 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 der Schaum, der stieg, der Schaum, der stieg, der Schaum, der stieg. Ei, 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 der Schaum, der stieg. Der Schaum, der Schaum, der Spiel. Die nächste Geschichte ist etwas makaber. Ich sage es now. Sensible solltet jetzt lieber aufs Klo hinausgehen. Bei der Familie Heike und Martin Gauss wohnen Hase im Stall. Direkt neben dem Haus. Die meisten Hasen leben ein Jahr oder auch zwei.
Dann kommen sie zum Metzger und sind danach heim. Doch Ramona hat ein Lieblingshasket und den Metzger man natürlich nicht. Er wurde gehegt, gepflegt und sprang im Garten rum. Das Haseläbe vom Krümel war wirklich nicht dumm. Doch aus schönste Haseläbe ist irgendwann vorbei. Eines Morgens lag er im Stall und war einfach heim. Ums tote Häsle kümmert sich der Martin Gaus und holt ihn erstmal aus dem Stall heraus. Was mach ich mit dem Häsle bloß? Martins Trauer war nicht arg groß. Ich stopf das Häsle einfach in die Biotonne rein. Doch vorher pack ich's noch ein bissle ein. Er findet eine Tüte und darauf konnte man lesen: Schön, dass Sie bei uns gewesen. So verpackt kam's Häsle dann oben im Haselhimmel an. Und alle waren ganz geblättert. Der Karl-Heinz Gerster will ein paar Wäckli haben und tut mit einem Stofftäschchen ins Backhäuschen gehen. Ich hätte gern zwei Brezeln und von denen Wäckli drei. Und die packen sie mir dann bitte in die Stofftasche rein. Er gibt die Stofftasche der Verkäuferin und sie stutzt. Sie macht sie auseinander und ist dann echt verdutzt. Der Karl-Heinz, der arme Tropf, steht da und kriegt einen roten Kopf. Ja, er kommt fast um den Verstand. Die Verkäuferin hält nämlich eine Unterhose in der Hand. Sie sagt, Herr Gerster, jetzt sagen Sie mir bloß, was soll ich jetzt mit Ihrer Unterhose? Ob das stimmt, das weiß ich nicht genau. Aber man sagt, er hat Hiebe und Diebe zwei Wäckle und vorne ein Laubesteng drin einwickeln lassen. Unsere Komiteefrau, ich fühle mich wie im Samstag ein leichtes Brett vorm Kopf.
Ja, vielen Dank an euch für den tollen Auftritt. Ich würde gerne ein bisschen mehr sagen, aber mich sieht man ja eh nicht. Ich darf mich nochmal recht herzlich bei euch bedanken, auch für die Unterstützung während der Fasnet. Ohne euch wäre das alles nicht möglich, was wir da machen. Wir hätten uns wieder geholfen, am Hexenal Heubermal helfen, Kartoffelsalat machen. Dieses Jahr hätte euch ein bisschen beschwert, dass ihr die Schnitzel nicht mehr panieren dürft. Aber ja. Nee, ich denke, ihr hättet so viel zum Tun und wurde das auch nicht auch nochmal. Dafür einen richtig tollen Auftritt hingelegt. Natürlich auch Dankeschön an die Elfer, die da so mitmachten. Und Benni, unser Gesangstalent. Euer Applaus! Einsatz von meinem Mann. Mit der Kiste Bier möchten wir uns bei unseren männlichen Unterstützern Danke sagen. Angefangen beim Bauausschuss für die tolle Kulisse und aufgehört bei allen Akteuren, die hier auf der Bühne waren. Sie haben alles ohne Murren über sich ergaulert und unsere Ansprüche sind sicherlich nicht alle bei Ohrfach gewesen. Beim Benni zum Beispiel hat es damit angefangen, dass er hätte auch ein Lied singen sollen. Und nach sind halt ein paar Meiden zugekommen. Also wir Jungs, trinken das Bier miteinander. Also wir Jungs, trinken das Bier miteinander bei der nächsten Sitzung und wir motzen dann ganz gewiss nicht, wenn er am Morgen ein bisschen später rumkommt. Dankeschön. Falls es da einfach nicht weiß, wer Storchi ist der Volker Mann. Thank you.